Hi, grüß dich. Ja, ich habe dir ja versprochen in einem meiner vorherigen Videos, dass ich dir mein automatisches Hydroponikbeet, also mein automatisches Gewächshaus hier mit der Hydroponik-Ebbe- und Flutanlage mal in Betrieb zeige. Und da ich jetzt schon zwei Beete hier in Betrieb habe, eins, wo schon wirklich Salat drin wächst, und das zweite, wo ich im Moment noch meine Bonsai hier so ein bisschen ja, aus dem Winterschlaf erwecke und wo ein bisschen Petersilie ist da auch schon drin, hier wollte ich dir das Ganze mal zeigen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib doch einfach dran. Ja, schön, dass du dran geblieben bist. Du kommst genau richtig. Dieses Becken hier gerade, also das, was du hier siehst, das wird gerade geflutet. Das ist jetzt sozusagen hier randvoll mit Wasser. Von unten wird jetzt gerade Wasser hochgepumpt. Ja, das dauert immer so 5-6 Minuten, bis das Becken voll ist, und dann dauert das nur, also ich habe das insgesamt auf 10 Minuten immer eingestellt. Das heißt, das wird jetzt hier geflutet und gleich wird man hören, dass das irgendwo überläuft. Das heißt, wir haben noch, jetzt genau läuft es über, ich weiß nicht, ob man das hören kann, so ein leichtes Gluckergeräusch. Na, hat man gehört, hoffentlich. Und wie gesagt, läuft jetzt über, noch ein paar Minuten, und ich gucke mal kurz auf die Uhr. Noch 4 Minuten. Ne? Und wenn die 4 Minuten rum sind, dann geht die Pumpe wieder aus und läuft das ganze Becken wieder leer. Und in der Zeit hat sich dieses Tongranulat hier schön mit Wasser und auch Nährstoffen vollgesogen und steht dann wieder 3 oder 4 Stunden, je nach Beet, die unterschiedlich eingestellt, steht dann 3 oder 4 Stunden wieder quasi trocken. Also das, die Tonkugeln, die haben sich ja vollgesogen mit Wasser, trocknen also nie aus. Ja, und so kriegen die Pflanzen jederzeit ihre Nährstoffe. So, und wenn das gleich abgelaufen ist, dann wird das nächste Becken geflutet. Das habe ich so gemacht, damit nicht, wenn alle Becken hier gleichzeitig geflutet werden, dann ist das Gewicht so hoch und dann habe ich Angst, dass mir das hier zusammenbricht. Ja, man hört sehr schön, dass das Wasser jetzt hier gerade unten wieder zurückläuft. Ich kann euch ja mal den Schlauch zeigen. Hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Da läuft auf jeden Fall das Wasser gerade von oben wieder nach unten zurück. Und hier ist an dem anderen Schlauch ist halt die Pumpe, die das Wasser jetzt gerade hochpumpt. So, und normalerweise läuft gleichzeitig mit der Pumpe auch dieser Sprudlerstein. Hier so ein Aquaristik-Sprudelstein, der wird dann angeschmissen und macht so ein bisschen Luft ins Wasser. Dann löst sich ein bisschen Sauerstoff. Und das ist halt, weil das Wasser hier immer relativ lange drin steht, ist das eben ganz gut so, dass da so ein bisschen Sauerstoff reinkommt. Auch für die Wurzeln der Pflanzen ganz gut, wenn das Wasser sauerstoffhaltig ist. So, diese Salatpflanzen, die stehen jetzt seit ein paar Tagen hier in diesem Beet. Die sind schon ordentlich gewachsen. Also das waren jetzt jeweils 2 oder 4 Blätter. Und man sieht ja, da kommen schon wieder etliche Triebe nach. Hier wächst auch schon Rucola. Kann man auch schon sehen, dass das schon ordentlich gewachsen ist hier. So, jetzt scheint das gerade ausgegangen zu sein. Man hört schon wieder, wie sich der Blähton so langsam setzt. Oh, ist ganz schön windig heute hier. Aber der Wasserspiegel sinkt jetzt sozusagen wieder bis komplett auf Null fast. Also ich glaube, in der Kiste steht unten noch so ein Millimeter. Wasser steht hinterher immer noch da drin. Das könnte man jetzt hier schlecht verhindern. Wenn das Nachteile bringt, dann kann man das immer noch verhindern hinterher. Aber für mich geht das erstmal in Ordnung, dass da immer so ein bisschen Wasser unten drin steht. Vielleicht für den Sommer auch gar nicht so schlecht. So, jetzt müssen wir uns mal einmal kurz darüber unterhalten, wie das eigentlich mit der Nährstoffzufuhr funktioniert. Weil, wenn ich jetzt nur Wasser unten in die Kisten reinpacke, bei mir ist das jetzt Regenwasser, dann würden die Pflanzen ja keine Nährstoffe bekommen, so wie in der Erde. Und das ist ja genau der Vorteil an diesem System. Ich kann nämlich genau die Nährstoffmenge den Pflanzen zufügen, die die in dem Moment gerade brauchen. Und in der Erde, da habe ich immer irgendeinen unbekannten Status an Dünge, Menge in der Erde. Und ich weiß nie, wie viel Dünger ist jetzt da drin. Ich muss quasi immer erst warten, bis ich sehe, die Pflanzen wachsen nicht mehr gescheit. Oder einfach auf Verdacht immer Dünger draufschmeißen. Ne? Kann natürlich auch mal zu viel Dünger sein. Und hier ist das jetzt relativ einfach. Ich gebe ja Wasser unten in die Becken rein, wo ich weiß, da ist so gut wie kein Dünger drin. Regenwasser zum Beispiel. Ne?
Das kann man auch messen. Und dann gebe ich eine definierte Menge Dünger hinzu. Und zwar, es gibt verschiedene Düngerprodukte. Da steht eine Anleitung drauf. Und je nachdem, welche Pflanzen ihr pflegt, zum Beispiel wie ich hier Salat oder dann eben Gemüse oder so, gibt es eine bestimmte Düngemenge, die euer Wasser beinhalten soll. So, das gebt ihr jetzt da rein ins Wasser, dann ist das ja da drin. Aber der Dünger wird ja irgendwann verbraucht, ne? Und in der Erde sehe ich das halt nicht, wie der Düngerstatus da ist. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche Messgeräte für, ist aber alles schon für den Hobbygärtner relativ kompliziert. Hier ist es aber total einfach. Hier messe ich nämlich einfach mit so einem, wo habe ich es denn? Mit so einem Messgerät hier den sogenannten Leitwert des Wassers. Ne? Den brauche ich einfach nur hier das Gerät einfach nur einschalten. So, dann halte ich das Gerät hier unten ins Wasser. Und eine Sekunde später zeigt das Ding mir irgendeinen Wert an. In diesem Fall zum Beispiel 0,45 Millisiemens. Oder es gibt auch Geräte, die messen sofort in Mikrosiemens. Dann ist die Einheit etwas verständlicher. Das würde jetzt 450 Mikrosiemens bedeuten. Man kann das auch umstellen auf eine Einheit, die nennt sich PPM. Ja, das ist einfach eine andere Einheit. Es ist immer gut, wenn ihr mit der gleichen Einheit messt, jeden Tag immer mit der gleichen Einheit messt, dann könnt ihr die Werte untereinander vergleichen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich jetzt hier mit meinen quasi 450 Mikrosiemens ein bisschen zu wenig habe. Das ist aber bei diesem Becken völlig in Ordnung, weil wie gesagt, ich im Moment nur meine Bonsai quasi am Leben erhalte, die im Winter etwas zu kalt geworden sind. Das andere Becken habe ich schon etwas höher gedüngt. Da sind wir im Moment bei 650 Mikrosiemens. So, die Zahl alleine sagt gar nichts aus, sondern man muss im Prinzip einmal messen, wenn man das Wasser, also das Grundwasser, also das, was man als erstes reintut, bei mir war das ja Regenwasser, wenn man das da reintut, dann misst man einmal, wie viel Substanzen denn da im Wasser drin sind. Der Leitwert, der misst im Prinzip, also wenn man jetzt destilliertes Wasser nehmen würde, dann hätte das Mikrosiemens von 0. Das Wasser leitet auch nicht und dann tut man zum Beispiel ein bisschen Salz rein, dann leitet das Wasser ja und dann bekommt das einen Leitwert. Und je mehr Salz man jetzt reintun würde, desto höher steigt dieser Leitwert. So, das ist das, was dieses Gerät hier misst. Ja? Und wenn ich jetzt Regenwasser reintue und ich habe gemessen zum Beispiel 100 Mikrosiemens, dann ist das meine Nulllinie, weil von diesen 100 Mikrosiemens ist ja quasi nichts dabei, was ich für meine Pflanzen gerne haben möchte. Wenn ich also einen Wert von, ich sage jetzt mal 600 Mikrosiemens für meine Pflanzen haben möchte, dann müsste ich quasi bis auf 700 Mikrosiemens aufdüngen. Und dann ist das wieder mein Wert, den ich jetzt messe. Und dann sage ich, okay, jetzt habe ich 700, dann bin ich damit zufrieden. Und dann messe ich einfach regelmäßig diesen Wert. Dabei ist wichtig, dass man zum einen auch guckt, dass der Wasserspiegel immer konstant bleibt. Wenn zum Beispiel jetzt die Hälfte des Wassers verdunsten würde auf einen Schlag, dann wäre natürlich auch der Mikrosiemenswert doppelt so hoch, weil ja die gleiche Stoffmenge an Dünger in der Hälfte des Wassers gelöst wäre. Und also man muss dann schon den Wasserspiegel auch sich irgendwie merken. Ich mache mir dann noch so Markierungen an die Kisten, dass man weiß, okay, bis hierhin muss das Wasser sein. Und dann muss ich es wieder auffüllen. Ne? Okay. So, und dieser Mikrosiemenswert, der wird mit der Zeit wird der niedriger. Und wenn der jetzt zum Beispiel unter 500 oder 400 sinkt, dann kann ich den wieder aufdüngen bis auf 700. Dann bekommen die Pflanzen wieder die gleichen Nährstoffe, ja, und also die gleiche Nährstoffmenge. Ne? Wenn der Dünger irgendwann zu wenig wird, dann würden die Pflanzen irgendwann hell werden, dann würden die vielleicht nicht mehr so gut wachsen. Ne? So. Und wenn die Pflanzen größer werden, also mehr Masse bekommen, dann haben die auch mehr Wurzeln, mehr Blattwerk, dann brauchen die irgendwann mehr Dünger. Dann kann man den Düngerwert auch sukzessive erhöhen. 800, 900, 1000, je nach Pflanzen kann man auch auf 2000 gehen. Also da gibt es entsprechende Erfahrungswerte, da kann man sich mal im Internet schlau machen. Oder bei den Herstellern von diesen Düngemitteln. Düngemittel müsst ihr übrigens aufpassen, das müssen spezielle Hydroponik-Dünger sein. Ja, so sogenannte NPK-Dünger zum Beispiel. Die müssen aber auch für Hydroponik geeignet sein. Weil es gibt chemische Dünger und es gibt biologische Dünger. Biologische Dünger, die würden zum Beispiel dafür sorgen, dass sich hier drin
in diesem Wasserbecken, dass sich da Algen bilden und da dass die Pumpe irgendwie verstopft, ja. Und das wollen wir nicht. Und deswegen müssen das so chemische Dünger sein. Ne? Und da gibt es eben für Hydroponik spezielle Dünger. Der Vorteil dabei ist, dass man auch die Dosierung weiß. Die steht nämlich dann meistens da drauf. Da muss man nicht viel rumexperimentieren. Und die Zusammensetzung ist für solche Pflanzen dann entsprechend auch geeignet. Ja, ich habe zwei von diesen Messgeräten. Ich hatte früher immer welche aus China. Ja, ich habe das System ja schon ein bisschen länger, also jetzt nicht dieses, aber in ähnlicher Form zum Ausprobieren. Da habe ich mir mal welche aus China bestellt und die haben dann meist ein Jahr funktioniert und dann eben nicht mehr. Und jetzt habe ich diese hier. Ich habe die zwar auch erst ein paar Tage, aber die machen mir von der, ja, von der, wie soll ich sagen, von der Haptik, von der Verarbeitung her, machen die mir einen super Eindruck. Die stammen, glaube ich, von einer ungarischen Firma. Atva, ja, in, okay, made in Europe, Rumänien, aber ist in Ungarn die Firma anscheinend. Ich kann euch ja mal die Links zu den Geräten verlinken, da könnt ihr mal schauen, was ich die hier habe. Und ich finde die total super. Die sind wasserdicht, die haben eine extrem gute Verarbeitung und die gehen wahrscheinlich nicht so schnell kaputt. Einmal Leitwertmessgerät und ich habe hier ein pH-Messgerät. Es ist nämlich so, die Pflanzen können die Nährstoffe im Wasser nur in einem extrem kleinen pH-Wertbereich gut aufnehmen. Ja? Das heißt, wenn, also ich will euch jetzt nicht sagen, in welchem pH-Bereich eure Pflanzen sein müssen, weil das auch total unterschiedlich ist. Hängt zum Teil sogar vom Wachstumsstatus ab und so weiter. Ne? Also das ist egal, das müsste man dann einmal sich aneignen, das Wissen ist aber kein Problem. Wenn ich zum Beispiel hier einen pH-Wert von 7, also neutral, bräuchte und ich messe jetzt einen pH-Wert von, ich kann ja mal eben messen, ich muss dazu sagen, der pH-Wert in meinen Pflanzen ist jetzt noch nicht eingestellt. Das muss ich noch machen. Er ist jetzt ziemlich hoch. Der liegt ungefähr bei 8,5, der pH-Wert. Ich muss mir nochmal durchlesen, wie hoch der jetzt hier sein darf. Der muss wahrscheinlich niedriger sein. Wenn das so ist, dann werde ich meinen pH-Wert im Wasser mit einem speziellen Präparat einmal senken müssen. Da ist dann so ein pH-Minus, nennt sich das zum Beispiel, das packt man ins Wasser. Da ist aber dann auch, sind so Puffersubstanzen drin, dass das Wasser dann relativ lange stabil auf diesem pH-Wert bleibt. Also das muss man nicht, muss es einfach nur im Auge behalten. Ja, weil, wie gesagt, sonst kann ich hier düngen so viel wie ich will, da sind die Pflanzen einfach nicht in der Lage, das über die Wurzeln aufzunehmen, wenn der pH-Wert nicht stimmt. Ja. Was auch gut ist an diesem System, man sieht relativ schnell, wenn den Pflanzen etwas fehlt. Wenn zum Beispiel so ein Dünger, der besteht ja aus verschiedenen Komponenten, ne? NPK, sind diese drei Komponenten, also N ist Stickstoff, ne? P ist Phosphat und K ist, glaube ich, Kalium, meine ich. Ja, und das sind so die drei Substanzen und dann gibt es natürlich noch verschiedene Spurenelemente und so. Und wenn die fehlen, wenn ein spezielles Spurenelement zum Beispiel fehlt, stellt euch vor, der Dünger besteht aus 10 Komponenten, die sind alle auf einem gewissen Level und ein Level würde jetzt abfallen, weil zum Beispiel Mangan oder so fehlt, dann würde ich das an den Pflanzen sehen. Ja, dann würden die zum Beispiel irgendeine, was weiß ich sage jetzt mal, Flecken kriegen, braune. Und dann guckt man im Internet, was bedeutet das, wenn die Pflanze braune Flecken kriegt, und dann sagt das Internet, das ist ein Manganmangel. Und dann kann man nachsteuern, dann kann man irgendwie so ein Mineralienprodukt wieder dazugeben. Und diese Chance, die habt ihr halt in der Erde nicht. Ja, wenn ihr jetzt das in die Erde gibt, dann dauert das ewig, bis das in den Pflanzen ankommt. Und hier ist das spätestens 1, 2, 3 Stunden später, wenn das nächste Mal die Pumpe anspringt, ist dieses Mittel an den Pflanzen und kann wirken. Ne? Und deswegen habe ich hier extrem gute Erfahrungen mit diesem System. Man muss natürlich sich ein bisschen damit beschäftigen, wie zum Beispiel mit diesen Wasserwerten. Wenn man da keinen Spaß dran hat, wenn man sagt, oh, diese Messerei, das ist nichts für mich, dann ist das nichts für euch. Ich finde das total cool. Ich mag das auch, mit diesen Messgeräten umzugehen. Ich mag das auch, mich da ein bisschen mit zu beschäftigen. Deswegen ist das genau mein System. Und ich finde, die Ergebnisse sprechen echt für sich.
vor ein paar Tagen diesen Salat hier reingesetzt und der geht jetzt wirklich ab wie Schmidts Katze, wie man so schön sagt. Ja, soweit so gut. Ich halte euch gerne auf dem Laufenden, was das System angeht. Also wenn die Pflanzen jetzt hier stärker wachsen und wenn ich die ganzen Boxen hier voll habe, dann werde ich euch das natürlich nicht verheimlichen. Werde mich zum Beispiel immer mal wieder auf Instagram auch Fotos dazu posten. Da könnt ihr mir natürlich auch mal folgen, wenn ihr mögt, oder auch auf Facebook. Alles, was ich auf Instagram veröffentliche, das kommt automatisch auch bei Facebook. Ja, und wenn ihr Fragen habt, dann fragt gerne. Ich hoffe, meine Zeit lässt es zu, euch allen zu antworten. Wird im Moment relativ viel mit den ganzen Anfragen, aber ich versuche mein Bestes. Denkt dran, wenn ihr möchtet, gebt dem Video mal einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Nicht vergessen, ne? So, macht's gut. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, euer Dennis.